Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu der Technomancer. Aktuell wieder jeden Tag mit Creedfall abends dann um 20 Uhr, Technomancer um 16 Uhr. Kann sich aber bald ändern, denn ich werde ein Staffelprinzip vermutlich einführen. Das steht gerade zur Debatte, dazu habe ich auch ein Infovideo gemacht. Das Infovideo habe ich euch in der Beschreibung verlinkt. Da geht es zum einen darum, was ist dieses Staffelprinzip überhaupt und findet ihr das in Ordnung so? Und auch eine Abstimmung für ein weiteres neues Projekt bei mir hier auf dem Kanal. Und da würde es mich natürlich freuen, wenn viele von euch auch mitmachen, weil umso mehr Leute bei so einer Projektabstimmung oder eben dieser Sache mit dem Staffelprinzip bei der Abstimmung mitmachen, umso besser für mich. Deswegen würde es mich freuen, wenn da einige von euch mitmachen. So, wir machen aber weiter. Wir sind in dem Umerziehungslager von Überfluss. Hier geht es ziemlich heftig zu. Nisha hat ein paar Erinnerungen gehabt. Wir haben Charles Seeker, einen Kumpel von Scott Seeker, getroffen, einen Wissenschaftskollegen, der ein paar Sachen über die Technomancer wusste, aber nichts von seinen Forschungen erzählen wird. Wir hauen hier mal kurz die Gegner platt. Genau, und dann haben wir noch diesen Ward getroffen. Ich weiß jetzt gerade den Vornamen nicht mehr. Diesen Deserteur. Von ganz am Anfang, den wir mal gefangen genommen haben, der ist hier gelandet. Dem haben wir geholfen, dem geht es nämlich gesundheitlich jetzt nicht so gut. Genau. So sieht's aus. Und ich habe ein bisschen die Helligkeit erhöht, auf Hinweis von dem guten Lynch, heißt er glaube ich, genau. Der hier gemeint hat, ja, der Roger Lynch, ja, schön übrigens und vielen Dank für deine zahlreichen Kommentare unter diesen Videos. Das motiviert einfach ungemein, wenn jemand so bei der Sache ist. Für dich natürlich gilt dasselbe, Super Paco, und so viel schreibt. Aber natürlich auch an alle Leute, die dieses Video oder dieses Projekt einfach so still verfolgen. Vielen Dank an euch natürlich auch fürs Zusehen. Ist aber einfach immer auch noch eine schöne Sache, wenn man dann noch Kommentare liest und so. Ich hoffe, jetzt ist heller. Ne? Kann ich ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es jetzt heller für dich ist oder ob es jetzt angenehm ist. Ich bin, wie gesagt, an einem anderen PC hier. Deswegen kann es sein, dass hier mit der Helligkeit oder vielleicht auch mit der Lautstärke manche Sachen noch nicht ganz passen. Da bin ich auch ein bisschen auf eure Meinung natürlich gespannt, beziehungsweise die brauche ich da auch einfach. Muss wissen, was ihr dazu sagt. So, ihr seht, ich habe einfach gedacht, ich rede ein bisschen, während wir hier langlaufen, ein paar Sachen plündern. Was machen wir hier? Das ist noch eine wichtige, gute Frage, die man sich natürlich stellen darf. Wir haben ja auch noch Gefangene befreit letztes Mal. Und jetzt müssen wir eine ganz bestimmte Person befreien, und zwar einen Aurora Technomancer, der sich hier befinden soll. Und ich denke, hier sind auch ein paar Leute. Wir reden schon mal mit diesem Mutanten hier. I'm looking for someone, a rather old man. What is the man doing in the camp? He was locked up here because he was living away from corporations. He's a technomancer like me, but way older, and he comes from Aurora. He is not sure, but he believes he recognized that the old man had the Aurora way of speaking. But he thinks that the man is mistaken because he is not a technomancer. He doesn't make lightning bolts. He is a mechanic, not a good mechanic. Okay. Thank you very much for the information. Okay, gut. Der war schon mal zu was zu gebrauchen. Hier drüben haben wir nochmal eine Truhe. Da schauen wir natürlich auch gerne mal rein. Zwei Serum erhalten. Was haben wir da unten? Da ist nochmal jemand. Ist das hier vielleicht unser Technomancer? Hello. I'm looking for a prisoner. An old man from Aurora. He's a former technomancer. There are no technomancers here. He would be killed right away or sent to a camp as a prisoner of war. You're in the wrong camp. This here is a rehabilitation camp for deviants, dissenters. Dreh dich mal um, ich will wissen, wie alt du aussiehst. To think right again. Sorry, I don't see. Maybe he hid what he was. He used to live far from the corporation. Maybe they mistook him for a deviant, an outcast. But he must have kept some of his mannerisms or accent from Aurora. That could be George. I've always thought that he had a funny way of talking. He works as a mechanic. George, also okay. He really looks burned out. Schon der zweite, der sagt, dass er als Mechaniker arbeitet. He was barely 50. You think he was at least 20 years older? He must have had a really bad life, worse than ours. That could be him. Technomancy tends to age us faster. Thank you.
Okay, also beziehungsweise schon der dritte, der gemeint hat, dass es ein Mechaniker wäre. Der erste, der jetzt gesagt hat, dass er Charles heißt. Schauen wir mal weiter, was hat dieser Mutant hier zu sagen? Hello, I'm looking for someone. A man? He doesn't mingle with men. Men avenge themselves upon them, so he stays away. Okay. Alright, I understand. Goodbye. Der will nicht reden, weil wir ein Mensch sind und wir Menschen böse sind. Was sagt der hier? Der sieht auch nicht so alt aus, relativ jung. Looking for an old man. He's from Aurora, and he used to be a technomancer. Well, you're looking for him in the wrong place. It's true that there's a guy with a funny way of speaking, but I can't believe that he's from Aurora. That sounds crazy. What would he be doing here? Who is that man? His name's George. An old guy, as you said, and the way he speaks sounds funny. Anyway, as if he were making fun of us with complicated words. He's a mechanic, though. Mhm, nochmal Mechaniker. Within the elite and the corporation that were a little precious. Thank you. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob das der hier drüben ist, dieser Mann hier. Hello, I'm looking for a man in your age range, a technomancer. A technomancer? Here. You must be mistaken, my boy. There is no technomancer here. The prisoners of war are sent elsewhere. Here we are taught to think like good citizens of abundance. How old are you? 70? 50 years old, but I had a hard life. Unfortunately, that leaves its mark. Like technomancy takes its toll as well. I don't know what you mean. I don't know anything about technomancy. You should talk to someone else. I've heard that mechanics isn't your forte. It's a good hideout, isn't it? The person who told you that I'm not good is simply bad. If you say so. But this doesn't explain the way you speak. Polished for a mechanic. Listen, let's cut to the chase. Just let me look at your temples and that'll be it. I? You are the pain in the neck, you know that. Very well. I am the one you're looking for. And your relentless questioning puts me in jeopardy if the word gets out here. I specifically came to this camp in order to find you. You brought back a dome lost in the sands, a tablet that I'm unable to translate. It is written in the settlers' coded language, one they use for the important data. By all means, I can translate it, but this type of thing can take time, and I can't do it here. Come with us to Noctis. I am sure that you'll find a place to stay. Noctis? The city of the merchants. It's an independent city. There you won't have to fear Aurora or abundance. Well then, I'll follow you. It shows enormous strength and courage to be able to hide so much in such a place. You did the same thing, Phobos. Went back into the pen in Ophir, passing yourself off as someone else. Perhaps in some ways, but I was driven by a will to save my people. What is it that drives that man? Okay, cool auf jeden Fall. Wir haben ihn gefunden. Können mal hier die Tür aufmachen. Und damit sie halt bald nach Ophir zurück. So, ah, lädt sogar schon von hier aus. Perfekt. I'm glad to leave this place. Me too. I don't care where you take me. Anywhere is better than prison. It stank like fucking death in there. I don't know what to say. I feel ashamed. I'm from abundance. What they do to people in there. Inhuman. Mit der Nase, das killt mich einfach, gell. Okay. Paradise after seeing such a place. I am grateful, however, for we managed to save a few souls. You okay, Nisha? No, not really. I don't want to talk about it right now. I get that the place could have triggered some bad memories. I'm sorry, Nisha. Hello. This Good. Is Patience, the technomancer you told me about. Oh, Patience heißt er wirklich, okay. Nice. Free of that shadow-forsaken labor camp. Must have been a living hell. A sincere pleasure to meet you. Yes, nice to be free, but to be honest, I'm now stuck with no place to go. Can't and won't go back to Aurora. And Abundance was always so accommodating that I can't imagine the hospitality if they had known about my talents. Damn the ASC. And ever since my little desert refuge has been discovered, it's become a tad less cozy. Here I am. No roof, no real belongings. Only thing I have is this guy here who won't leave me alone until I translate some ancient text for him. Well, I can't help with Mr. Mancer's needs for a translator, but I can give you a roof. It's the Noctis way, for we say, give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free.
Welcome to your new home, Patience. There are some empty houses in the northern part of the city. I'm sure we can set you up there. Thank you. And a sincere pleasure to meet you, Dandolo. Gut, ja, da kann sich echt ganz gut ausdrücken, der gute Patience. Gut, jetzt müssen wir eine Stunde, einen Tag und 23 Stunden warten, bis er übersetzt hat, also zwei Tage auf gut Deutsch. Was machen wir als nächstes? Ja, wir haben nämlich ja noch ein paar Quests zu erledigen. Wir müssen wieder nach O4 zurück. Das ist eine Sache. Scott müssen wir noch irgendwie suchen. Da müssen wir mal schauen, wo man da was untersuchen kann. Amelia ins Team aufnehmen statt Scott. Ja gut, das ist auch noch machbar. Und ich glaube, das ist dann in O4. Das sollten wir dann auch irgendwie mal machen. Vielleicht nehme ich da tatsächlich dann mal Amelia mit. Statt Phobos oder statt Nisha, weiß ich noch nicht, muss ich mal gucken, wenn wir eh nach O4 gehen. Aber als nächstes würde ich echt erstmal vorschlagen, dass wir uns um diesen Schmuggel hier, nicht um den Schmuggel, um diese Sache von Phobos kümmern. Waffen für den Mutantenstaat, genau, und da brauchen wir Händlerklamotten. Die suchen wir. Gehen jetzt erstmal aber ganz kurz hier runter. Und hier rüber. Und dort rüber. Jetzt bin ich gerade mal kurz am überlegen. Ich habe nämlich gerade überlegt, ob wir ein paar von unseren Gegenständen in eine Tasche packen. Wie heißt es noch gleich? Helft mir mal. In unsere Truhe packen sollen. Aber irgendwie glaube ich, dass das reichen wird. Ich habe nämlich nicht unbedingt das Gefühl, als müsste man da jetzt brutal viel krasse Sachen machen. Bei diesem Händlertreffen. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass es da so unglaublich große Probleme gibt. Genau, deswegen werde ich das mal nichts jetzt in die Truhe packen, sondern einfach gleich hier drüben bei der Händlerin ein paar Sachen, die man schnell verkaufen kann, kurz verkaufen, wo ich nicht lange nachdenken muss und nicht großartig irgendwelche Werte vergleichen muss. So, das heißt, hallo erstmal. Ja, zeig mir deine. Informationen brauche ich nicht. Waren prüfen, genau. Wir verkaufen mal ganz kurz dieses Sichelmesser hier. Ja, wir verkaufen hier Eisenhammer, Streitkolben, Flachklingen, Axt. Den Stab lasse ich mal. Das Schild kann weg. Hochohmpistolen können weg. Ingenieursmantel, Überfluss, Soldatenuniform, ach ich weiß auch nicht. Jacke eines ASC-Spions, davon können mal zwei weg, würde ich sagen. Soldatenuniform, Hose können auch weg. Ja, das lassen wir mal. Soldatenstiefel mal weg. Ja. Und ich würde sagen, SC-Soldatenstulpen weg. Genau, so. Wunderbar. Dann gehen wir auf Kauf, gehen hier drauf und Noctis Händlermantel. Oh, scheiße. Ja, schon das hier, oder? Nicht das Händlerhemd. Hoffen wir mal, dass es das hier ist. Drei Stück davon. Ja, danke. Danke auch. Schwere Warrior-Jacke. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal zurück und ich bin mir nicht sicher, ob wir da Phobos mitnehmen müssen und oder sollten. Weil er hat ja eigentlich gemeint, wir sollen da hingehen, um zu reden, weil wir ja halt ein Mensch sind. Aber ich glaube, wir können das schon riskieren, oder? Ihn mitzunehmen. Ich bin ja auch wirklich schon gespannt, was auf diesen Steintafeln draufsteht. Also hier gibt es zu Scott immer noch nichts Neues, was ich echt ein bisschen schade finde. Ups, da wollen wir natürlich auch nicht hin. So, jetzt würde ich sagen, dann ziehen wir uns mal unsere andere Kleidung an. Statt der Warrior-Jacke, den Noctis Händlermantel. Nicht Amelia, Phobos. Statt der leichten Brustplatte, auch ein Noctis Händlermantel. Andrew Nisha, schwere Jacke eines ASC-Spions, Noctis Händlermantel.
Ja, wir haben das geschafft. Händelbändel aus Noctis haben wir gebraucht. Wir verlieren unseren Erfahrungsbonus. Ah, das ist ein bisschen nervig. Habe ich mir fast gedacht, dass das bald ablaufen wird. Dann werden wir kurz eine Runde schlafen gehen, liebe Leute, weil den hätte ich schon ganz gerne, den Erfahrungsbonus. Vor allem, also es kann natürlich auch sein, wir müssen da nur hin, zwei Sätze reden und wieder zurück und es war ziemlich unnötig. Kann aber auch sein, vielleicht gibt es auch Kämpfe oder so. Aber das ist ja auch kein Problem. Wir sind ja auch gleich da, nicht? So. Schauen wir mal. Eine Stunde. Boah, schlafen wir mal bis zum Mittag. Drei Stunden. Irgendwie sieht dieser Händlermantel sieht so blöd aus. Vor allem an Phobis sieht er komplett verboten aus. Naja. Gut. Dann jetzt sind es nur noch eine Stunde und 16. Ein Tag und 16 Stunden. Na, umso besser. Wunderbar. Gut, dann gehen wir hier rüber. Gehen da rüber. Und werden reisen. Und zwar zu diesem Treffen mit dem Aurora Quartiermeister. Who set up the exchange with that Aurora Quartermaster if he was a complete stranger? Some mutants aspire for freedom everywhere, Aurora included. When I learned that the Quartermaster was looking to dispose of stocks of merchandise, I sent messengers. Messengers? Mutant messengers? And he still took the messages seriously? No, I paid humans, noble-looking ones too. Plus, we have a few sympathizers over there, some of which are merchants who are always more than helpful, for a price. I thought you didn't want Dandolo in the loop. Indeed, I had to pay them. A lot. If there's any corporation you want to be heard talking about, just talk about Alliance. Avoid the others. Don't want to start anything. Hey, Zach. Count on me if you need some help during the transaction. I've got real-life experience, after all. Phobos, if Dandolo finds out you're plotting behind his back... He's my ally, Nisha, not my mother. Which means I don't have to tell him what I'm doing at every hour. Okay. I think that our negotiator is already there. He must be waiting for us below the shadow path. I'm rather excited for this little excursion. Passing off as a merchant is a welcome change. I haven't played another character in forever. I don't want to burst your bubble, but we're not going to be in our roles for long. Zachariah, where's your sense of fun? The simple fact that our mission requires us to dress up and play pretend is already such a beautiful thing. Thank you both so much for going along with this. These shipments are of the utmost importance. Okay, schauen wir mal ganz kurz. Ja, so groß ist das Gebiet hier nicht. Schade, dass wir hier Andrew jetzt nicht doch mitnehmen konnten. Das ist ein bisschen blöd gelaufen. Um ehrlich zu sein. Müssen wir hier außen rum oder wie? Ja, vermutlich. Dass wir den jetzt nicht mitnehmen konnten. Also es ist ja auch ein bisschen doof, wenn man keine Infos vorher kriegt, gell? Oh, hier gibt es ein paar Gegner. Aber nur diese hässlichen Viecher da wieder. Oha. Ja, ohne Rüstung ist natürlich auch nicht so cool, gell? Beziehungsweise wir könnten natürlich auch unsere Fähigkeiten wieder einsetzen, muss aber jetzt nicht unbedingt sein. Wir haben es auch so ganz gut hingekriegt. Schlechtes Leder, Serum. Schlechtes Leder, Serum. Gut, gucken wir mal, was in der Truhe hier drin ist. Metallschutz, schlechtes Leder, Metallkomponenten, Gesundheitsinjektion, gutes Metall, gutes Leder. Wow, sehr schön, das können wir gut brauchen. Also ich hoffe, jetzt ist das Spiel heller. Ich habe ja, wie gesagt, vorhin die Helligkeit hochgeschalten. Ich hoffe, es ist jetzt besser für euch. Ah, das sieht doch traumhaft aus hier, oder? Das sieht doch wirklich klasse aus hier. Mit der Sonne dort hinten und so weiter und so fort. Das gefällt mir richtig. So. Hallo, lieber Händler. Oder Soldat, besser gesagt. Are you sincerity? Yes. Your message mentioned that you're a merchant and that you may be interested in some merchandise. I have some overstock that I'm willing to sell, but I want to be sure that this merchandise won't end up in enemy hands. Please understand that the safety of our corporation depends on it, and that I don't want any of my superiors to learn about this type of transaction.
Schon klar. Wir versuchen ihn mal zu überreden. Don't worry though. The stocks won't be resold together. I'll spread them out here and there, so no one will be able to track the sales back to you. And obviously, if the stocks disseminated, your enemies will have a harder time mounting a strong enough offense to harm you. Unfortunately, dissemination means an increase of the odds having a hitman show up at our place with a weapon he wasn't meant to have. So it may not be easy to track back to me, but it could still end with my merchandise being used in a less than patriotic way. So, sorry, sir, but the risks outweigh the returns. Oh, shit. Oh, das ist schon wieder der eine Fiesling. Eine Phobis in dem Händler-Ding. Ich glaube, es gibt's Ärger. Someday I will kill that madman. Who is this mutant? Why did he kill the merchant? Cain. He refused any type of relationship with humans. And I guess that is his way of showing me that he disagrees with my trying to do business with them. But he failed the negotiation I had been working on for months without even realizing that we need these weapons. Anyway, I guess I need to find another way to stock up. Okay. Tja, ein bisschen Ruf verloren. Vielleicht wäre es anders gelaufen, wenn wir jetzt... Wenn das Überzeugen geklappt hätte. Keine Ahnung, ob das damit zusammenhing oder nicht. Okay, hier gibt es offensichtlich nichts mehr. Dann können wir eigentlich zurück. Und während wir uns hier auf den Rückweg machen, würde ich Folgendes vorschlagen. Ich werde wahrscheinlich jetzt... Ah, wobei ich weiß nicht, ob ich die Aufnahme beenden kann. I think the two of us hold very different beliefs on what Mutant Valley could be, on its value to our future. Okay, interessant. Ja, ich werde jetzt doch nicht die Aufnahme jetzt beenden, weil wenn wir jetzt hier zurückreisen nach Noctis, dann kann es sein, vielleicht kommen wir wieder in Gespräch oder so. Ja, genau. Don't be. Had I known that Cain would intervene, I would have never arranged our meeting there. Cain, what a guy. Like he wouldn't hurt a fly. Instead, he'd kill hundreds. He hates humans, hates their guts, and he won't stop until he dies. And unfortunately, he has a lot of followers. Such a waste. All that time spent for that exchange to turn into nothing. If I find out who told Cain about the meeting, I'd show him what makes me different from scum. Take it easy, big guy. With all these intercorporation wars, finding weapons won't be too difficult. I could ask around for you. Why, thank you, Andrew. We were lucky Cain didn't attack you too, Phobos. He obviously doesn't like you. You're his natural competition for chief. I say bring him on. That brute doesn't scare me. Okay, so, jetzt sind wir wieder zurück. Wunderbar. Und ich würde jetzt Folgendes vorschlagen. Ich werde jetzt in der Aufnahmepause mal ganz kurz hingehen und mal ein bisschen unsere Ausrüstung wieder verbessern, ein paar Dinge verkaufen und so weiter und so fort. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, also morgen um 16 Uhr. Wenn ihr wollt, heute Abend noch gerne um 20 Uhr zu einer Runde Creedfall. Und dann werden wir nächstes Mal nach Ophir reisen, mal wieder. Und da dann mal mit Anton Rogue reden und auch noch ein paar andere Dinge erledigen, die es dort zu tun gibt. Und ich denke, wenn wir von dieser Reise dann zurückkommen und mit meinem Verkaufen und Verbessern und so weiter zusammen, sollte wahrscheinlich auch diese Tafel übersetzt sein. Genau, darum kümmern wir uns beim nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zusehen, hoffe es hat euch wieder gefallen. Hoffe die Helligkeit ist auch besser, der Ton passt und so weiter. Gerne hier auch Rückmeldungen zu. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao Leute.